Eine Anregung für alle Sinne, das ist die Nacht der offenen Kirchen, hier beim letzten Mal in Würzburg. Am Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit laden die christlichen Glaubensgemeinschaften ein, ihre Gotteshäuser anders zu erleben als sonst. Wir haben ein ganz ordentliches Paket an Musik, mehr als sonst jetzt gezielt in diesem Jahr. Und wir haben auch den Feiercharakter der Kirchennacht wieder betont, hören wir dann auch noch, indem wir bewusst Gottesdienste auch im Programm an verschiedenen Kirchen eben anbieten. Lesungen, Konzerte, Tanz, ein Klimaparcours oder der erste Preacher Slam, also Predigtwettbewerb, das und mehr gibt es am 2. Oktober ab 19 Uhr in den Würzburger Kirchen sowie am Marktplatz und im Burkardushaus zu entdecken. So wollen die Kirchen in Würzburg auch Menschen faszinieren, die sonst eher den Gang in den Gottesdienst scheuen.